Mann, der ist dick. Alter Schwede. Moin und willkommen zur nächsten Folge von Mein Weg zum Fisch. Hechtangeln im Sommer kann richtig Spaß machen. Die Bisse sind oft schön hart und brutal, die Drills spritzig und intensiv und von daher haben wir reichlich Spaß beim Angeln. Allerdings kann es auch unter Umständen richtig schwierig werden, aber wenn man ein paar Punkte beachtet, dann ist für ordentlich Action gesorgt. Der richtige Spot ist ein ganz entscheidender Punkt. Man muss sich aber vorher genau überlegen, wie jagen Hechte. Hechte lieben es, aus dem Hinterhalt anzugreifen und hier ist zum Beispiel eine steil abfallende Kante ideal. Wenn die Kante so abfällt, kann der Hecht entweder oben postieren, um alles anzugreifen, was von unten nach oben will, oder wenn er unten im Bereich der Kante ist, kann er auf das warten, was vom Flachen ins Tiefe möchte. Darüber hinaus gibt es natürlich noch gewisse Strukturen, wie zum Beispiel ein Trichter, wenn zwei Kanten aufeinander zulaufen. Und dort, wo diese Verengung sozusagen entsteht, kann sich der Hecht in einem kleinen Bereich einen guten Überblick verschaffen auf die Beute, die dort so vorbeikommt. Und hat dadurch ein sehr effizientes Jagdverhalten. Auch Berge, Plateaus mit steilen Kanten sind hier sehr, sehr interessant. Oder halt Flachwassergebiete, die sozusagen eine Ecke aufweisen, wo eine Kurve entsteht und die Räuber an diesem Punkt, wo dieser Knick ist, einfach viel Wasserfläche überblicken können. Und wenn in dem Bereich dann auch noch Krautfelder sind, dann halten sich die Hechte bevorzugt genau in diesem Krautbereich auf, aber mit Blick auf die freie Fläche. Das ist dann ein sehr effizientes Jagdverhalten und wenn man es schafft, diese Spots zu finden, ist man in der Regel auch recht erfolgreich. Der einzige Punkt, den man da noch beachten muss, ist vor allen Dingen der Sauerstoffgehalt. Je nach Gewässer halten sich die Hechte tiefer auf oder halt direkt im Kraut, weil durch das Kraut halt Sauerstoff entsteht und das ist für die Fische ab gewissen Wassertemperaturen absolut überlebenswichtig. Generell stelle ich so ab 25 Grad das Angeln auf Hecht auch lieber ein, weil es für die Fische dann zu gefährlich wird, aber alles darunter ist eigentlich noch im Rahmen. Macht er sich jetzt doch noch schwer? Steht aber unten. Oh, schöner Zander. Riesenzander, glaube ich. Also, ja, ein richtig guter Zander. Komm her. Naja, so groß ist er nicht, aber sag. Oh. Petra! Der Hammer! Ich dachte, da kommt ein dicker Hecht hoch. Nee, nee, ein dicker Zander. Die sind auch an den Krautkanten. Richtig cool. Und wieder war der Quefkennebel hier erfolgreich in der schwarz-silbernen Farbe. Bei Sonne einfach mal eine Macht. Also der ist auf jeden Fall nicht weit weg von 80, würde ich mal sagen. Richtig schöner Fisch. Geil! Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, den man im Sommer beachten muss, sind vor allen Dingen die Beißzeiten. Im Sommer fische ich eigentlich fast nur die Morgen- oder Abendstunden. Und je nachdem, wie das Wetter gerade ist, ist die eine oder andere Zeit deutlich besser. Wenn die Sonne besonders hoch steht, ist viel Licht im Wasser und dementsprechend haben die Hechte dann auch Schwierigkeiten, sich vor ihrer Beute zu tarnen. Also wenn viel Sicht im Wasser ist, erkennen natürlich auch die Beutefische, oh, da ist ein Hecht. Aber wenn die Sonne halt noch flach steht,
ist es A, von den Temperaturen angenehmer für die Räuber, und zum Zweiten ist die Tarnung einfach ein bisschen besser. Und das bedeutet für uns als Angler, bei weniger Licht können wir natürlich viel effektiver fischen, weil auch die Hechte im Gegenzug unsere Köder nicht als Fälschung erkennen. Ist die Sonne oben, viel Licht, erkennen natürlich die Hechte, okay, mit dieser Beute stimmt irgendwas nicht. Man bekommt viele Nachläufer, aber einfach zu wenige Bisse. Ja, die Temperatur und der Wind beeinflussen das Hechtangeln im Sommer wirklich extrem. Wenn man eine sehr lange Hitzeperiode hatte und die Wassertemperatur Tag für Tag steigt, wird es sehr, sehr, sehr schwierig, überhaupt ein Hecht ans Band zu kriegen. Wenn ihnen sprichwörtlich die Puste unter Wasser ausgeht, stellen die das Fressen ein oder haben nur ganz, ganz kurze Beißzeiten und versuchen einfach nur Energie zu sparen und zu atmen. Wenn aber nach dieser Hitzeperiode eine Abkühlung kommt, gepaart mit ordentlich Wind, dann kann das dazu führen, dass man wirklich einen grandiosen Angeltag erleben kann, weil einfach die Hechte dann das nachholen, was sie in der Zeit davor nicht gefressen haben. Man sagt nicht umsonst, Wind ob der Kant, Fisch in der Hand. Und gerade beim Hechtangeln im Sommer ist das ein Faktor, den man unbedingt beachten sollte. Dort, wo dann der Wind auch noch raufdrückt, an den von mir beschriebenen Spots, kann man dann wirklich die Chance haben, tolle, tolle Fische zu fangen und vielleicht auch den einen oder anderen Traumfisch dann in den Haken zu bringen. Was ich besonders gut finde am Hechtangeln im Sommer, ist der Fakt, dass man keine sehr großen Köder braucht. Also jetzt im Sommer bevorzuge ich wirklich Größen von 12,5 cm hier beim Craft Kennelbeschett zu 16 oder 15 cm hier beim Kennelbeschett oder Heringschett. Hechte sind Opportunisten. Wenn eine Beute zahlreich vorhanden ist, und da sind im Sommer häufig halt eher kleinere Fische, und die sind in Massen greifbar, dann versucht er auch die zu fressen. Weil die kleinen Fische sind unerfahren, und warum soll sich der Hecht dann mit erfahrener Beute anlegen, wenn er die kleinen, unerfahrenen Beutefische viel leichter fressen kann. Und ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt am Sommer ist halt, dadurch, dass man kleinere Köder verwendet, hat man noch tolle Beifänge wie große Barsche, Zander und vielleicht auch mal die einen oder anderen Rapfen. Also da hat man ganz tolle Möglichkeiten, und das sorgt einfach für Bonusfänge, wenn man so möchte. Bei den Farben muss man im Sommer ganz besonders darauf achten, wie die Wassertrübung unter Wasser ist. Wenn viel Licht im Wasser ist, dann ist es wichtig, dass man auch die richtige Farbe wählt. Die Hechte erkennen halt recht schnell, ob das eine wirklich lohnende Beute ist oder ob vielleicht irgendwas daran faul ist. Deshalb lohnt es sich absolut, seine Köder abends im Dunkeln mal auf den Tisch zu packen und dann mit einer Schwarzlichtlampe rüber zu leuchten, um zu gucken, okay, welcher Köder ist stark UV-haltig oder halt auch nicht. Und unser menschliches Auge kann das Ganze nicht so erkennen, aber unter Wasser ist dieses ultraviolette Licht gut sichtbar, und deshalb sollte man genau wissen, welche Farbe bei klarem Wasser und viel Licht tendenziell gut performt oder eventuell auch nicht. Man muss sie ein bisschen durchprobieren. Ich mache es in der Regel so, am Beginn des Tages, wenn die Sonne auch nicht so hoch ist, dann nehme ich auch gerne mal Köder, die noch UV-Anteile haben, weil der Hecht das auch noch nicht so gut erkennt, aber es ist schon interessant für ihn. Aber sobald die Sonne immer höher kommt und mehr Licht ins Wasser gelangt, dann neige ich dazu, wirklich natürliche Farben zu benutzen, wenn das Wasser klar ist. Bei trübem Wasser sind nach wie vor auffällige Farben, gelb, gelb-rot, Fire Tiger und so weiter, dann hochinteressant, aber bei klarem Wasser unbedingt darauf achten, wenig oder gar kein UV und natürlich sehr, sehr natürlich. Das bringt dann die Fische und kann den Unterschied machen zwischen einem guten Angeltag oder halt einem schlechten Angeltag. Wenn ihr viele Nachläufe auf eure Köder habt, dann lohnt es sich wirklich, da ein bisschen durchzuprobieren. Manchmal bringt dann eine andere Köderfarbe, es kann ruhig der gleiche Köder sein, aber eine andere Köderfarbe bringt dann plötzlich die Fische an den Haken. Und das sollt ihr unbedingt testen, wenn der Fall eintritt mit vielen Nachläufern. Wie gesagt, im Sommer braucht man keine sehr großen Köder und eine übliche Hechtrute, wie in dem Fall hier meine Savage Tiger Fast Shad mit 90 Gramm Wurfgewicht, ist absolut ausreichend. Ich mag diese Rute besonders gerne, sie ist leicht in der Hand, sie ist trotzdem stark und schnell, und ich kann die Köder super leicht animieren, und trotzdem hat sie ausreichend Rückgrat,
um auch bei einem großen Hecht den Haken sicher zu setzen. Zusammen mit einer 4000er Rolle, in dem Fall ist es die Salvage Gear SGR6, das ist eine Meeresrolle, aber ich mag die Rolle einfach gerne, weil ich da schöne Wurfweiten mit erziele, die sich super leicht kurbelt und dadurch man über den Tag einfach reichlich Spaß hat. So, wichtig als Schnur bevorzuge ich eine 17er geflochtene, das ist in dem Fall hier eine Spiderwire weiß, weil ich eine weiße Schnur vom Gefühl her einfach am meisten mag. Mein Gedanke dahinter ist bei einer weißen Schnur, dass die Bäuche der Fische auch weiß sind und die Natur hat sich ja da etwas bei gedacht, weil sich weiß gegen den hellen Himmel sozusagen nicht sonderlich abhebt, sondern miteinander verschwimmt und das erzeugt ja eigentlich im Sinne der Fische eine gewisse Tarnung. Und deshalb hoffe ich einfach, dass diese weiße Schnur auch einen Tarneffekt halt hat, wenn der Hecht nach oben guckt und die dadurch einfach sehr schlecht erkennt. Wichtig ist natürlich auch das richtige Vorfach. Hier habe ich ein ungefähr 50 cm langes Staffelfach, das ich mir selber mache, aus dem Rohr 49. Das hält 11 Kilo. Also ist auch nicht so ein sehr, sehr dickes, aber ausreichend stark für auch große Hechte oder für auch mal einen Zander. Ein kleiner Snap dran und ich verbinde das Ganze immer mit einem Knotenlosverbinder, weil ich dann das Vorfach schnell wechseln kann, sollte irgendwas sein oder wenn ich einen Abriss habe, kann ich das auch dementsprechend schnell wieder alles regeln und muss nicht lange knoten und bin schnell wieder am Fisch. Die Köderführung im Sommer darf auch gerne viel, viel lebhafter sein als zum Beispiel im Winter. Ich orientiere mich hier ein bisschen auch an der Natur, wenn man so möchte. Wenn man kleine Fische beobachtet bei der Nahrungsaufnahme, ist es häufig so, dass sie eigentlich die ganze Zeit recht ruhig sich verhalten, aber wenn irgendetwas Fressbares vorbeischwimmt, dann schießen sie kurz nach oben, packen das und gehen dann gleich wieder runter auf das Level, das sie vorher hatten. Und das versuche ich bei meinem Führungsstil im Sommer nachzubilden. Ich werfe aus und lasse den Köder zu Grund sinken und dann mache ich ganz einfach locker aus dem Handgelenk einen so einen kleinen Hüpfer und kurbel schnell die Schnur auf und lasse den Köder dann wieder zum Grund sinken. Wenn man auf den Grund absinken lassen kann, weil dort sich kein Kraut befindet. Wenn dort Kraut ist, lasse ich ihn nicht absinken. Und das wiederhole ich die ganze Zeit. Einfach locker aus dem Handgelenk absinken lassen, anjiggen, absinken lassen. Und damit versuche ich einfach dieses natürliche Fressverhalten eines kleinen Beutefisches auch entsprechend nachzubilden. So, und dieser Reflex, wenn diese Beute so nach oben flieht, das sorgt außerdem dafür, dass beim Hecht so der Jagdinstinkt geweckt wird und dadurch einfach die Attacke entsteht. Oder spätestens dann, wenn das kleine Fischchen wieder zum Grund will und der Hecht aus Erfahrung weiß, okay, da geht er jetzt hin, dann kann er gut anvisieren, versucht der Hecht dementsprechend auch zuzuschlagen. Wenn man zum Beispiel über Gebiete driftet oder dort in der Nähe ist, wo sich viel Kraut am Grund befindet, kann man auch einfach nur einholen, sozusagen einfach nur leiern, kurzen Stopp mal und dann gleich wieder weiterleiern, so dass man nach Möglichkeit den Köder nicht ins Kraut absinken lässt, weil ein Köder voll Kraut, der fängt halt keine Fische mehr. So, und wenn ich das Gefühl habe, man muss die Hechte richtig, richtig provozieren, weil sie nicht so richtig agil sind, dann mache ich es in der Regel so, dass ich werfe einmal neu aus, einmal auswerfen, wieder absinken lassen und dann versuche ich wirklich richtig aggressiv zu schicken, durchsacken lassen und dann mit der Rute ein, zwei schnelle Bewegungen, schnell Schnur aufnehmen, wieder runter sinken lassen und wieder ein, zwei, so dass wirklich dieses Fischchen hoch lebendig so durchs Wasser schießt, als wenn sozusagen mit den Fischchen irgendwas nicht stimmt. Wenn man einen kleinen verletzten Fisch mal beobachtet hat, so, der macht auch so ganz schräge Bewegungen, stoppt dann und dann macht er wieder diese schrägen Bewegungen. Und die Hechte wissen einfach aus Erfahrung, okay, das mit dieser Beute stimmt irgendwas nicht, die kann ich leicht mehr holen. Und wenn man das schafft, das entsprechend nachzumachen, dann gibt es häufig auch die Attacken, die man sich so sehr wünscht.
die wieder. Der ist dick. Alter Schwede. Das ist ein großer Fisch. Jetzt mal langsam, nicht so. Ja. Warte mal, runter hoch. Ganz langsam. Nee, der will springen. Der muss sich ein bisschen runterhalten. Der marschiert nochmal, auf jeden Fall. Das war's noch nicht. Ja, der ist noch links nicht so weit. Der geht nochmal. Will der noch mal aus dem Ghetto springen? Ich geh kaputt. Jawohl. Boah, da ist dieser spritzige Fisch. Also ich hätte ihn viel, viel größer eingeschätzt. Der Biss super brutal. Und der ist mehrfach in die Bremse gegangen. Stand so schön unten. Nach dem verlorenen Hecht jetzt eine ganz schöne Sache. Ja, und das ist halt Sommerangeln. Drillspaß pur, harte Bisse, Hechtangeln. Einfach nur geil. Meine Taktik über den Angeltag ist in der Regel so, dass ich zum Beispiel mir verschiedene dieser bereits beschriebenen Spots raussuche, die entsprechend ansteuere, entweder mit einem Bugmotor mich so in Position bringe, dass ich sie effizient abwerfen kann, oder wenn ein Bugmotor nicht möglich ist, entsprechend Anker oder dort hin oder entlang drifte, je nachdem, was das für ein Spot ist. Wenn es so eine konzentrierte Stelle ist, wie dieser beschriebene Trichter oder halt ein Berg, was ja am Ende ein relativ kleiner Spot ist, dann mache ich eigentlich pro Spot maximal 10 bis 20 Würfe. Die Fische, die wirklich aktiv sind und wirklich fressen wollen, die hat man in der Regel auch innerhalb der ersten Würfe. Es macht keinen Sinn, dort den ganzen Tag auszuharren, wenn man innerhalb dieser beschriebenen Beißphase sich befindet. Dann ist es viel, viel effizienter, diesen Spot ansteuern, seine Würfe machen, wenn kein Fisch kommt, zack, zum nächsten Spot. Und dann schafft man es eigentlich, die Fische, die wirklich hungrig sind, auch zum Biss zu bewegen. Ich hoffe, meine Tipps können euch ein bisschen helfen. Ich wünsche euch richtig viel Erfolg und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder abonniert direkt den Kanal, dann verpasst ihr keine Folgen mehr von meinem Weg zum Fisch. Bis bald!